Hallihallöchen YouTube, es ist Donnerstag und Guild Wars Zeit. Ja, zum Quartal. Ja? Haben ja letztes Mal, beziehungsweise habe ich letztes Mal gesagt, wir gehen jetzt zum Anwesen, das wir da vorne schon sehen und das arschgeil aussieht aus der Ferne. Lasst uns zum Anwesen aufbrechen, der Minister erwartet uns. Alles klar. Meister Togo und Yuchotan. Ich bin schneller als der alte Sack. Hey, wo gehst du hin? Hier ist der Weg. Na, da war auch eine Treppe. Macht nichts. Macht nichts. Also ich nehme die Abkürzung und gehe durchs Gras. Also ich, oh. Ja, wir haben jetzt die neue Kombination und Legs. 4 EP. Wow. Stopp, stopp, stopp. Ja, oh, Moment. Ja, der Vorteil an der Todesblüte ist, braucht nur 5 Energie. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Der Schlangenangriff, oder wie das auch geheißen hat. Also, der Doppelangriff, den ich vorher hatte, kostete 10 Energie. Das heißt, ich brauche 15 Energie, um eine krasse Kombi zu machen. Zuerst hier 5, 5 und nochmal 5. Zuerst habe ich, also besser gesagt, vorher habe ich zuerst hier 10, 5 und nochmal 10. Also 25 habe ich vorher gebraucht und jetzt gerade 10 weniger. Also das ist schon nicht wenig und ich mache auch mehr Schaden dann als vorher. Auch nur schon wegen der... Was ist da los? Ach, die schaffen das schon. Ja, ich habe in meiner Gruppe dabei so die Taya, also die Heilerin, Kisai, die Elementarmagierin und neu den Aeson. Das ist der Ritualist. Ich denke, den kann ich besser gebrauchen als den dummen Waldläufer und what the fuck. Was habe ich denn hier schon wieder? Unterbricht deine Aktion. Das muss ich dann nochmal ein bisschen überdenken. Besser gesagt, brauche ich das Siegel der Wiederbelebung? Ich bin sowieso immer der Erste, der verreckt. Nee, das brauche ich nicht. Ernsthaft, das brauche ich nicht. Mr. Cho's Anwesen. Tralalalalalalala. Wir gehen jetzt zu Gardis zu. Stufe 7 bin ich schon. Nicht schlecht. Und das nach 6 Parts, glaube ich. Keine Ahnung, ich habe gerade den Überblick verloren. Nee, 5 Parts. So, jetzt können wir zu ihm. Los. So, was gibt es? Der Minister ist sehr beschäftigt und empfängt niemanden ohne einen Termin. Ihr seid wohl ein Haufen neuer Schüler, die von Master Togo ausgebildet werden. Wirklich sehr vielversprechend. Mein Sohn wird auch im Kloster ausgebildet werden, wenn er das entsprechende Alter erreicht hat. Ehe ich euch gehen lassen kann, muss ich Meister Togo sprechen. Es ist meine Ehre, herzusehen. Wenn ihr bereit seid, können wir das Anwesen eindringen. Der Meister wird ziemlich beeindruckt sein. Los geht's, wir werden von den Besten ausgebildet. Jo, rein da. Bin gespannt, was passiert. Video, viel Spaß. Ich hoffe mit Text. Sonst muss ich es wieder vorlesen. Oh, Meister Togo. Ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Der Minister wartet auf euch. Bitte sehr, ihr seid willkommen. Sogar mit Animation bei der Mundbewegung. Wow. Was geht da vor? Das ist Wahnsinn! Wächter kämpfen gegeneinander. Etwas läuft hier schrecklich schief. Es ist Wahnsinn, sage ich. Wahnsinn! Oh! What the hell? Was macht der da? Macht den Ritual? Kommt, der Minister braucht unsere Hilfe.
Ihr bleibt hier. Lasst niemanden sonst durch dieses Tor, bis wir wissen, was los ist. Was auch immer dieses Anwesen bedroht, es darf nicht zur Gefahr für das gesamte Kloster werden. Meister Togo! Mein Sohn! Er ist da drin! Ich passe auf ihn auf. Bitte, Meister Togo, bringt ihn lebend zurück. Nur für Geld. Ja, und du kämpfst natürlich nicht. Alles klar. Schisshase. Ja, wir haben erst 5,5 Minuten. Da kann ich die Mission nicht beginnen, da ich nicht... Oh, die sind jetzt Stufe 6. Ja, da die Mission... Oh, hier haben wir Assassine, Krieger. Da ist noch ein anderer. Ritualist, Mesmer, Stufe 12. Ja, wir haben hier ein paar Quests, dann können wir das erledigen. Und... im nächsten Part machen wir dann die Mission, damit die in einen einzigen Part reinkommt. So. Was ist das überhaupt? Zeichenspeer. Es gibt viele Ist das eine Frau? Nee. Es gibt viele Bedrohungen in dieser Welt. Und es ist gefährlich, ihnen alleine gegenüberzutreten. Wenn ihr auf der Suche nach Verbündeten seid, dann findet ihr sie vielleicht am Aufbruchstrand. Wollt ihr dorthin reisen? Gehen wir mal. Weil das ist nämlich was Neues, das in Guild Wars eingebaut wurde, glaube ich, letztes Jahr. Ich habe es nie ausprobiert, ich war noch nie da. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, 10 Minuten sich da ein bisschen zu erkunden und zicke zacke Hühnerkacke zu machen. Ja, Rülpser. So. Was ist da los? Was ist da los? Ich muss hier kurz das Kabel vom Headset. Nee, doch nicht. Also, Zeichen Bezwingung, Zeichen Kopfgeld, Zeichen Mission. Ja, das kenne ich noch. Kann man sich da diese Zeichenmünzen verdienen? Asura Rufpunkte. Weg ist auf der Suche nach schlauen Menschen. Ja, das ist Asura, das ist ein Volk, das man in der Kampagne Eye of the North kennenlernt. Das ist ein Add-on, das mal eingebaut wurde. Und da kann man erst ab einer bestimmten Stufe hin, das ist dann auf einem anderen Kontinent. Ja, ich kann das jetzt hier nicht zeigen, da wir hier sehr weit weg sind davon. Was ist das? Elona-Reisen? Ach so, ja, das ist dann... Hier kann man die Nightfall-Kampagne reisen. Was ich jetzt nicht mache. Runen. Ja, das brauche ich erst später, wenn ich mal Maximalrüstung habe, damit ich mich da ein bisschen aufpushen kann. Was haben wir beim Kopfgeld? Das habe ich auch immer gemacht. Tötet den Überrest der Vorzeit und weitere Feinde in der Grabkammer des Dragrima. 10.000 EP, Zwergenrufpunkte. Und Bezwingung? Vernichtet im schweren Modus alle Feinde im Schilfmoor des Maguma-Dschungels. Das ist in der Prophesize-Kampagne, soviel ich weiß. Und die Grabkammer des Dragrima ist auch Eye of the North. Ja, Eye of the North ist eine sehr große Kampagne. Man kann da eigentlich drei kleine Kampagnen machen. Waren es drei? Ich glaube ja. Also in der einen lernt man die Norn kennen. Das ist, oh ja. Toll, das war von... Ja, egal. ja, da lernt man die Norn kennen. Das sind große, starke Kämpfer, die mit niemandem Mitleid haben. Die sind auch größer als Menschen. Und ja, das ist dann eines der neuen Völker, das in Guild Wars 2 spielbar ist. Wie die Asura, die werden dann auch spielbar sein. Und die Char auch. Also die Char, die sind glaube ich im dritten kleinen Teil von Eye of the North. Kommen die davor. Und ich habe, ah stimmt, ja klar habe ich ein Platin. Hier, Identifizierungswerkzeug. Ja, die Asura sind kleine, kluge Zwerge, sag ich mal, die Golems entwickeln. Es gibt auch einen Helden, der ein Golem ist. Und ja, den werden wir dann sicher auch mal kennenlernen. Und ja, Asura werden dann auch spielbar sein. Hier seht ihr Nordreisen. Hier seht ihr die Zittergipfel, das sind die Norn. Oder? Ja, ja, das ist bei den Norn zu Hause. Dann die Char-Heimat, wie gesagt, bei den Char, scharfauges Anhören und so. Da muss man die Char-Invasion besiegen. Und dann die befleckte Küste, das ist so ein Dschungelgebiet, sag ich jetzt mal. Ja, sehr tropisch, wo die Asura leben.
Und hier noch Tyria. Das ist dann die Prophesize-Kampagne. Jo. Das ist die erste Kampagne, die es gab. Und auch die längste. Was haben wir hier? Zeichen, Herausforderung. Ah, hier kann man es abgeben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu langweilig für euch. Ich kläre euch nur lediglich ein bisschen auf über Guild Wars. Vielleicht kauft ihr es ja euch noch. Das ja trotz sehr langem Release-Datum, also 2006 kam es raus. Das trotzdem noch ein cooles Game ist. Also es ist eigentlich immer noch zu empfehlen. Die Grafik so scheiße ist die jetzt nicht. Schaut euch das mal an. Gut, im Vergleich zu Guild Wars 2 ist das nix. Es ist nix, sag ich euch. Guild Wars 2 knackt jedes Game. WoW, Skyrim, Star Wars The Old Republic. Alles, alles. Habe ich die zwei Sachen verkauft? Ja. Kanta-Reisen, ja. Da müssen wir dann am Schluss wieder hin. Shinkai-Neng, kann ich da schon hin? Ja, da könnte ich jetzt schon hingehen, die einzelnen Missionen, also zu den Missionen hingehen. Hier der Raizu-Palast, das ist, glaube ich, das letzte. Ne, das ist die zweitletzte. Das kaiserliche Refugium wird dann die letzte Mission sein. Also ihr seht, hier gibt es zwei Missionen. Minister Cho's Anwesen, wie dann im nächsten Part. Zendayun, noch was anderes. Kaineng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir noch das Jademeer, 1, 2. Das sind Lachsen-Missionen. Jetzt hab ich vergessen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir 9, 11. Und dann noch der Echo-Ball, nochmal 2. Also 13 Missionen gibt es hier insgesamt. Und die sind nicht sonderlich einfach. Ja, was will ich denn bei dir schon wieder? Eine Tasche? Komm. Zwei Taschen. So, jetzt habe ich, denke ich mal, genug Platz. Jetzt könnte ich noch eine Rune gebrauchen. Wo sind die? Hier. Nee, doch nicht. Ich dachte es... Oder ist das eine Schriftrolle? Nee, nicht seltene Schriftrollen. Oder du? Hast du mal was? Okay, nein, das ist zum Rüstungen schmieden. Ja, wir gehen mal zurück nach Kanta. So, Minister Cho's Anwesen. Wir haben jetzt doch schon fast 13 Minuten und ich denke mal, das sollte reichen. Ja, mein Telefon klingt, das ist gerade ein guter Zeitpunkt zum das beenden. Wir sehen uns später.